So, wie gesagt, wir fangen hier gleich an und gehen in den Kopf von Coach Oleander. Willst du nicht lieber erst noch ein bisschen draußen in der Sonne rumlaufen? Ich bin bereit, Sir. Also gut. Du bist spät, Soldat. Reinkommen und 20 Liegestütze. Er zieht uns in sein Hirn. So, das ist sie also. Die geistige Welt. Sieht aus wie in der Zahnarztpraxis. Wie bei einem verrückten Zahnarzt. Das ist ein Rekrutierungsbüro, Kinder. Und ich will euch für den tollsten Job der Welt rekrutieren. Für den Job des Psychologen. Wir kämpfen den Krieg für die geistige Freiheit. Seid ihr bereit, euch Wahnsinn, Folter und Tod zu stellen? Denn dies ist eure letzte Chance für einen Rückzieher. Ich, Sir. Ich würde gern Rückzieher machen. Zu spät, Soldat. Aber Sie sagten doch... Es gibt nur einen Weg hier raus. Kämpfen. Na los, eins von euch Küken soll mir mal eine reinsemmeln. Doch ich warne euch. Danach... Herrscht hier Krieg! Nun mach schon! So. Militär! Ach, wär ich doch ein Mann! Blöd! Komm schon! Jetzt beitreten! Haust du ihm eine? Nee, auf keinen Fall! Mach du! Hast du ihm eine? Nee, auf keinen Fall. Hauen wir mal eine richtige Fette rein, so. Hoppesch. Ah, so stelle ich mir das vor. Und los, los, los. Stand! Was ist denn das für ein Hinderniskurs? Den Jungen hat's erwischt. Ein geistiger Hinderniskurs, du mitleidiger Trottel. Er ist nicht tot. Seine Astralprojektion wurde nur aus meinem Verstand geschubst. Und deine Astralprojektion schmeiße ich ebenso raus, wenn du jetzt nicht Tempo machst. Astralprojektion. Moment. Gut, ja, wir werden hier so schnell wie möglich durchkommen. Ja, das ist natürlich die ganze Sache, wenn es so geht. Das ist nur ein Trug aus meiner Fantasie. Du kannst durch Trugbilder laufen. Dadurch steigt deine Stufe und so erhältst du neue Psi-Kräfte. Siehst du also ein Trugbild, dann schnapp es dir, Soldat. Mach schon! Ein erstes Trugbild. Wenn du 100 Trugbildpunkte gesammelt hast, kannst du deine Stufe vorstellen. Die Stufe halt. Lukas, hast du neue Psi-Kräfte. Also, yay. Schnapp dir das Trugbild! Schnapp den Trug, verpasst nicht den Zug! Hey, was guckst du so blöd? Wir haben doch alle emotionalen Müll rumliegen. Warum machst du dich nicht nützlich und sortierst ihn, wenn du schon hier bist? Such nach einer passenden Marke. Die kann hier praktisch überall sein. Da ist sie ja! Und jetzt nimmst du die Marke und hängst sie an den Beutel, den du gefunden hast. Außer natürlich, du willst lieber 20 Liegestütze machen. Heute ist der große Tag. So. Ah. Rutsch ab, bevor ich springe. Ein, so, Doppelsprünge, Zucker. Los auf die Leiter, Bursche! Zeig ihr, wer der Boss ist! Wenn die alle runtergezogen werden. Da war ja jemand da, ja. Ihr seid wie Schnecken, die im Januar einen Hügel raufkriechen. Mit Krücken! Diese ganzen Bilder hier so genial.
treiben wir im Hintergrund ein bisschen um. Oh, Schlachtfeld hier. Pass auf! Feuer von unten! Jetzt warten und los geht's. Da kommen wir nicht vorbei! Das ist dämlich! Wirkt wie ein Test. Vielleicht gibt's eine geheime, bessere Route. Was soll das denn heißen? Du denkst wohl, du bist besser als ich, Bursche? Sorry, was? Ich bin nicht dumm. Du bist dumm. Der Coach ist dumm. Das ganze Lager ist dumm. Was da auf dich zufliegt, ist dumm. Was fliegt auf mich zu? Bobby Zills Fuß, genau das, du dämlicher Neuer. Oh, hey, du hast mich gerettet. Nun, eigentlich wollte ich die Pflanze retten. Huh? So eine habe ich ja noch nie gesehen. Ich schon. Sie kommt in diesem Albtraum vor, den ich ständig habe. Du hast Albträume? Oh, ich habe gelesen, wie man die loswerden kann. Lässt du mich mal einen sehen? Nein. Oh, so leicht kommst du mir nicht in meine Träume. Komm schon, ein Albtraum. Nein! Was haben wir hier für eine Pflanze? Sieht sehr komisch aus. Gibt es keine Tupel hier? Ja, auch noch schnell. Steht denn da? Rote mit Zugangsbeschränkung. La la la. Wie gesagt, wir werden hier noch wiederkommen. Der hier springt durchs Feuer. Je mehr Tupel wir gleich beim ersten Mal sind, desto besser. Oh, eine Ente! Alter, hier geht bei dem hier ganz schön was ab. Aufstieg! Heißt du zufällig Lars? Nein. Bei mir heißt du jetzt Lars Lahmarsch. Das ist nicht mein Name. Was sagst du da, Lahmarsch? Ich kann dich nicht verstehen! Du sprichst zu langsam! Gut, schauen wir unten. Na, da ist ein Ausgang. Aber wo konnte der bloß kommen? Heute ist der große Tag! Jetzt mal. So, und ich wundere, dass ich hier so wie rede. Ich habe keine Lust, hier groß zu reden, weil das Spiel lässt schon erzählen genug. Ja, verdammt! Meine Verdauung ist schneller als du! Ja, ja. Wo hat jemand Kugel? Oh, kurz. Ja. Wenn du schaust, ob da unten noch was ist, jetzt bin ich runtergefallen. Ich muss wieder hochklettern, ne? Oh, ein ganz schön krankes Kriegsgebiet hier. Schweine! Wie ein Affe!
runtergehen. Hey, mal langsam, Neuer. Du darfst nicht an mir oder Bobby vorbei. Oder Bobby schrägt dich grün und blau. Bobby, kannst du mich hören? Wo bist du? So, lass blau mich wie den da. Nicht allein, Bobby. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Weg, Bayern. Metall ist über alles. Pass auf die Minen auf, Bursche. Die blasen dich in die Luft, das ist nur so Wunst. Hey, Dogen, was ist los? Ich fliege ständig in die Luft. Folge mir. Ich helfe dir durch das Minenfeld. Okay. Such mir mal zu helfen. Folge mir. Ich helfe dir durch das Minenfeld. Okay. Ich schaffe es nicht. Ja, du schaffst es, Dogen. Folg mir einfach. Okay. Okay. So, gleich am Ende. Guck mal, Red, ich bin gar nicht explodiert. Gut gemacht da draußen. Hier, ein Dankeschön für die Hilfe. Okay, tschüss. Falsch bitte, Nera, solche Energie macht deine Falschbissen und einen kleinen Betrag wertvoller mit der Zeit. Wippert sich da aber ganz schön was zusammen. In anderen Worten, doch, Falschbissen. So, jetzt Fuß hier holen. Hier akrobatisch durch die Minen, durch das Minenfeld springen. Nein! Komm her! Vorwärts und aufwärts, Soldat! Geschichte auf einen Höhepunkt. Ich dachte, das hätte ich erzählt. Hey, niemand hat was von dem Fallschirm gesagt. Zuerst gingen wir ans Ende der Straße. Los, spring schon! Dann gingen wir nach links. Dann gingen wir nach rechts. Dann gingen wir leicht rechts. Dann gingen wir scharf links. Dann nahmen wir die Seitenstraße. Dann hielten wir an und fragten nach dem Weg. Dann musste Lady mal für kleine Mädchen. Dann sah Lady einen Hamster. Dann hielt Lady an und musste sich kratzen. Dann bückte ich mich und band meinen Schuh zu. Und dann gingen wir fünf... Hat die Geschichte auch einen Höhepunkt? Habe ich den Hamster schon erwähnt? Ich dachte, das hätte ich erzählt. Na gut, dann fange ich von vorne an. Zuerst gingen wir, dann gab ich Lady einen Knochen. Ach, Kopf. Hey, das ist ja Raz! Jawohl, Raz ist hier! Ja, vielleicht kannst du ja dieses blöde Spiel schlagen. Wir schaffen es nicht. Ja, wir sind zu blöd und der Coach öffnet das Tor erst, wenn jemand gewonnen hat. Klasse, Raz! Hau da drauf, dann geht's los! Sei still, sei still, sei still! Geistiger Gesundheit. Wir reichen immer zu dir, Riz! Ja, wir feuern dich so lange an, bis du gewonnen hast! Jawohl! Sei still, sei still, sei still! Wir reichen immer zu... Wenn du bei diesem Kurs genug Punkte sammelst, erhältst du eine Belohnung, Bursche. So, die Bibsen und Lilas und die Bösewichte müssen natürlich schlagen. Schlag, 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 Schlag
gucken, wie viel Zeit die wird suchen. Wir hätten jetzt noch was gewinnen können. So, schauen wir, ob wir es gewinnen können. Zeit, 6 Sekunden, 30 Sekunden, kommst du einen Punkt abgezogen, wenn du mal. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich keinen Punkt mehr. Also nichts Besonderes. Leander Stolz. So, oh, der große Leander, der in den Krieg gezogen ist. Und Kugeln ausweicht auf Raketen. Hey, ich glaube sogar ein Torpedo, ja, auf Torpeden reitet. Wow. Und Kleinchen hilft. Was für ein netter Mann. Wird dir gefallen. Ich mag es auch besonders. Der kleine Engel kann nicht zu den Bereichen der aktuellen Mechanik wird jetzt zum Thema Bereichsbestand wählen, einfach dein Ziel lassen, los geht's. Gräber und abbrechen. Komm, jetzt ist es mal nicht. Ja, sowas. Schön gewonnen. Laufe! Laufe, Häschen! Laufe, Häschen! Oh. Ich hab geknallt! Hatte diesen Mini-Häschen mit dir angeschaut. Wir haben ein Leben verloren. Mal sehen, haben wir 5, bis wir aus der Welt rausfliegen. Wird schlecht, wenn wir rausfliegen. Also, ein Leben entspricht einer S3-Produktion. Sobald wir zu oft verrecken, fliegen wir aus der Welt raus. Es ist besser, als wenn wir halt gleich sofort alle Truppen hätten, müssen wir später nicht machen. Wieder kommen. So viel sind die Truppen, das ist manchmal so kein Zimmer. Man kann man kennen. Jawohl! Zilch, der Klassiker! Moin, schön, moin! Hey.
nichts Besonderes zu sehen hier. Und Lager hochfesseln. Weiter geht's. So, hier machen wir schnell eine Pause und der zweite Coach Landers hören. Seht ihr in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.